Hallo Friederike. Hallo Olaf. Schön, dass du Zeit hast. Ja, ich schenke dir erstmal einen Kaffee ein. Ja, das ist Kaffee ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Genau, guck mal, ich habe mich da hingestellt, ich mache es jetzt mal nicht ganz so voll. Alles klar. Ja, warum treffen wir uns? Einmal, weil du eine interessante Persönlichkeit bist, das heißt, über die Pressekontakte von Hast du Töne, der Landfrauen, der IGS, darf man ja auch sagen, ja, klar. Lehrerin, ja. Hatten wir schon, also ganz häufig zumindest einen schriftlichen Kontakt oder Mailkontakt. Inzwischen auch noch die Kommunalpolitik dazu bei dir. Und da wird es natürlich mal interessant, warum engagieren sich junge Leute bei uns in der Region, in ihrem Heimatort? Man könnte ja irgendwo, ich sag mal, du fährst 35 Kilometer zur Schule, kannst auch sagen, okay, dann schlage ich meine Wurzeln da unten auf, dann bist du hier natürlich so ein bisschen außerhalb. Warum macht man das? Ja, also ich bin da eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde hingekommen. Also ich habe vor 5 Jahren ja erst so richtig angefangen. Davor war ich immer schon so, dass ich gesagt habe, okay, das interessiert mich auf Bundesebene und habe da immer schon, also hier auch in der Familie haben wir immer schon so über politische Sachen gesprochen. Das war immer ein Diskussionsthema und dann, ja, vor 5 Jahren oder jetzt ja 5 Jahren kam dann der Wilhelm Hundertmark von der, vom Ortsverband in Twissetal auf mich zu und sagte, hier willst du nicht mal mitmachen. Also willst du nicht mitmachen? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin ja interessiert und gar keine Frage, schreib mich mal irgendwo unten hin. So, ne? Wenn mich wer wählt, okay, aber schreib mich erstmal unten hin. Und so kam das dann, ja, hoppla hopp, dass mich dann tatsächlich auch jemand gewählt hat, ganz überraschenderweise, ja. Und so war ich dann plötzlich mitten im Geschehen von 0 quasi auf 100. Und dann hat es sich irgendwie, ja, hatten die anderen sich überlegt, ja, ich könnte ja auch in den Gemeindevorstand gehen. Mhm. Ja, und so jetzt, kam jetzt das dann. Jetzt hat die FDP ja bei der Kommunalwahl, wir haben im Vorgespräch telefonisch gesagt, hier in Twissetal hat die FDP ja richtig gerockt, was die Stimmen angeht. Ist ja nicht überall so. Und hat daraufhin auch, wie es demokratische ja, Gepflogenheit ist, die Gespräche als quasi mit den meisten, die Partei mit den meisten Stimmen, die Gespräche gesucht. Und dementsprechend dann auch Koalitionen eingegangen oder Zählgemeinschaften, was habt ihr? Also wir haben eine Zählgemeinschaft gemacht, muss man vielleicht so sagen. Wir haben vorher, also wir haben immer in der Fraktion, genauso wie unser Fraktionsvorsitzender Jörg Mape das immer gesagt hat, wir sind ein Team. Ja. Wir besprechen das zusammen und wir machen das zusammen. Bei uns gibt es keinen, der irgendwie alleine losläuft und irgendwie sagt, so machen wir es jetzt, sondern immer, wenn es so Anfragen gibt oder, ne, wir besprechen uns immer erst. Ja. Und das, finde ich, ist, glaube ich, eine große Stärke. Und ja, jetzt kann man sagen, klar haben wir abgerockt, aber das eigentliche Ziel ist ja, oder was man eigentlich sagen muss, ist ja, alle sind ja gewählt worden jetzt in das Gemeindeparlament oder in die Gemeindevertretung, wo die Leute sagen, denen trauen wir das zu, die sollen das machen für uns. Ne? Ja, also gut, jetzt mal unabhängig von der Partei. Ich sage abgerockt, das ist ja genau das, was man wird gewählt, weil nicht weil man ein tolles Programm hat, sondern weil man als Kandidat die Leute überzeugt, dass man da eventuell auch das durchsetzt, was man vertritt. Genau. Jetzt hast du dann auch in deiner Eigenschaft als Pressesprecherin der FDP hier eine schöne PM verteilt. Hast du dann auch bei dir in deinen privaten Account auf den sozialen Medien verteilt. Und da gab es natürlich ein paar Kommentare, wo man sich fragen muss, was ist das für ein Demokratieverständnis? Denn das Angebot, so war das ja in der Pressemitteilung, war ja eigentlich, sind die Gremien, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung ja für die Gemeinde da, egal für welche Partei man steht. Also, genau. Ich sag mal, das war diese klassische Kommunalpolitik vor der Gebietsreform. Am Stammtisch in der Kneipe hat man sich die Köpfe heiß geredet über die verschiedenen politischen Richtungen
bei der Gemeinde ging es um die Gemeinde, egal ob man nun links, rechts, Mitte, liberal, ja, konservativ war. Und das ist eigentlich das, was ihr wieder wollt. Genau, wir wollen halt Gemeinde, das haben wir auch immer, das war ja unser Slogan, sage ich immer, also gemeinsam für Twistetal. Und damit meinen wir jetzt nicht nur uns oder die SPD oder die FEG, mit denen wir jetzt halt eine Zählgemeinschaft hatten, sondern wir meinen alle damit. Ne? Also ob es jetzt die Wählergemeinschaft Twistetal ist oder die SPD oder die Grünen oder die CDU, wir wollen das mit allen gemeinsam machen. Wir wollen uns in der Sache streiten, aber nie persönlich werden. Das ist so unser Gedanke, den wir dahinter haben. Ist das ein schönes Stichwort. In der Sache streiten kann man gut, wenn man sich in die Augen guckt. Genau. Heute streitet man sich ja ganz oft in der Sache, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, sprich's ruhig mal aus. Ja. Heute streitet man sich ja oft in der Sache hintenrum, dann in den sozialen Medien. Man tritt nach, man hakt nach. Die Politik wird niedergemacht, egal was sie macht. Es gibt immer so negative Frohnaturen. Das hat aber nichts mit Streitkultur zu tun, so wie du sie suchst, so wie ihr sie auch hier im Gemeinde, in der Gemeindevertretung versteht. Wir wollen natürlich konstruktive Auseinandersetzungen. Ne? Mit allgemeinen Phrasen hat man ja da noch nie irgendwie, oder mit negativen Phrasen hat man da ja noch nie die Sache an sich besser gemacht, so ja, würde ich das jetzt sagen. Aber ich finde, es gehört halt zur Demokratie dazu und sag ich mal, die ist nie bequem, weil es immer Menschen gibt, die das vielleicht anders sehen, und das ist auch völlig okay und das sollte auch so sein, denn nur dadurch, wenn wir es alle gleich sehen würden, könnten wir uns den ganzen Quatsch hier sparen, ne? Ja. Also es ist ja wichtig, dass das da unterschiedliche Auffassungen gibt, aber ja, der Respekt ist halt wichtig, ne? Und da versuche ich auch, weil du es eben angesprochen hast, so auf meiner Seite immer auch so ein bisschen drauf einzugehen, ne? Und ja, das bestmöglich so, ohne dass irgendwer persönlich sich angegriffen fühlt, da zu lösen, diese schon Konflikte, die da auch entstehen können. Wenn man jetzt so bei uns im Kreis Waldeck-Frankenberg die Kommunalwahlen mal anschaut, stellt man fest, Kommunalpolitik ist jünger geworden und weiblicher. Das stimmt, ja, Gott sei Dank. Ja, siehst du das als Vorteil? Ich glaube, dass es gerade in der Kommunalpolitik ganz wichtig ist, dass wir ein Gesamtabbild der Gesellschaft haben. Also es wäre nicht gut, wenn es nur Alte wären oder nur aus einer Sparte. Und es wäre auch, glaube ich, andersrum nicht gut. Ich glaube, die Mischung macht es ganz einfach. Und ich freue mich aber, ich finde das total gut, dass so viele weibliche neue Mandatsträger hinzugekommen sind. Und auch, ich meine, wir haben ja auch viele Jüngere jetzt wieder dabei. Und das finde ich toll, dass sich junge Leute auch dafür begeistern können und sagen, jawohl, im Ehrenamt setze ich mich da auch noch hin und versuche für die Gemeinde oder für die Stadt oder wo man auch immer sich engagiert, das Beste rauszuholen. Ne? Wäre das ein Thema für dich, für die FDP, zumindest im Kreis, das Wahlalter, zumindest bei den Kommunalwahlen, auch anzupassen auf 16? Also ich sehe da überhaupt gar kein Problem drin. Ich denke mal, desto früher man die Menschen an der Sache beteiligt, desto besser wäre es eigentlich. Also klar kann man jetzt darüber streiten, ob 16 oder 18, da gibt es sicher auch immer ein Für und Wider, aber wir müssen ja viel mehr dazu hinkommen und das sehe ich bei uns quasi so. Wo wird die Politik wahrgenommen? Die wird immer nur wahrgenommen, wenn eine gemeine Vertretersitzung war. Und dann am nächsten Tag eventuell was in der Zeitung steht. Und sonst, eventuell, hast du schön gesagt. Ne, eventuell was in der Zeitung steht. Und ich glaube, wir müssen viel sichtbarer werden in dem, was wir tun und die Menschen wieder mehr dazu begeistern und auch das nahe zu bringen, dass man auch dadurch was verändern kann. Dafür sitzen wir unter anderem ja hier. Und das ist ja auch dieser schöne Ansatz, wo man sagt, ich hatte ja vorhin gesagt, du bist ja noch viel in anderen Bereichen ehrenamtlich unterwegs. Das ist ja eigentlich das, was eine Gemeinde im Sinne von Gemeinschaft ausmacht, ist ja dieses Verantwortung übernehmen für andere, aber auch anderen etwas zu bieten. Unter anderem in den Vereinen, wie Gesangsvereine, Landfrauen und was es da alle gibt. Da ist die Kommunalpolitik natürlich auch immer ein bisschen gefordert, da die Rahmenbedingungen zu schaffen, ne? Das stimmt, das ist so. Wir haben viel, auch wenn man es auf Twistetal jetzt bezieht, haben wir eine ganz starke Vereinslandschaft mit ganz vielen hochmotivierten und sehr engagierten Leuten, die dahinter stehen. Und die halten unserer Meinung nach, wenn ich es jetzt mal aus unserer FDP-Fraktion sprechen soll oder auch meiner Meinung nach, ist das eines der
wirklich elementar wichtigen Dinge, die so eine Gemeinde, wie du es auch eben schon gesagt hast, so in der Gemeinschaft zusammenhält. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, jetzt gerade auch so in der Corona-Zeit so ein bisschen schwierig, weil ne, man kann irgendwie nicht so richtig machen. Wie hält man den Verein zusammen, dass man nachher, es ist ja jetzt vielleicht schon so ein bisschen absehbar, wann wir wieder irgendwie, wenn das wieder so ein bisschen anlaufen kann. Also ja, ganz schwierige Situation. Mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Ja. Hat man da nicht Angst? Oder Angst vielleicht übertrieben, dass einem die Leute von der Fahne laufen? Also einmal innerhalb der Vereine, weil es fehlen ja diese Aktivitäten. Ja. Und nicht nur die gemeinsame, ich weiß es von vielen Gesangvereinen, da war die Übungsstunde war sowas wie der Heilige Gral, die durfte ja nicht angetastet werden. Da konnte es junge Hunde regnen, da wurde hingegangen. Einmal das und dann aber auch, dass sie durch zu Hause, durch online, dass sich die Gemeinschaft immer weiter entfernt. Und wie kann die Kommunalpolitik dagegen steuern? Ja, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich jetzt so auf den ersten Stutz wahrscheinlich auch nicht die Lösung präsentieren kann. Aber ich denke, wenn ich mir auch so, ich meine, ich bin in einigen Vereinen aktiv, wenn ich mir das so angucke, da kann man ja auch als Vorstand viel machen, um zwischendurch auch jetzt den Kontakt zu halten und zu sagen, kommt hier, ne, wie geht's euch, was macht ihr? Wir haben hier mal wieder eine kleine, so wie wir es bei den Landfrauen gemacht haben, dass wir vom Vorstand als Team, wir sind ja 13 Landfrauen, die ja da im Vorstand mitarbeiten, dass man ja da guckt, dass man jeden mal besucht und halt weiß, okay, was betrifft den gerade, was machen die für eine Zeit durch, wie geht's denen überhaupt? Und ich glaube, das ist ganz wichtig und als Gemeinde sind jetzt aus Twissetaler Sicht ja unsere Möglichkeiten, glaube ich, sehr begrenzt, aber natürlich kann man ja da unterstützend tätig werden. Das machen wir auch da, wo es uns möglich ist. Mhm. Ne? Aber klar, es hängt vorerst an den Menschen selbst, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt im Gesangverein gesungen oder ich war bei, weiß ich nicht, bei Landfrauen, bin ich gerne zu den Abenden gegangen. Ich glaube, sehr viele freuen sich auch wieder, wenn das geht, dass sie sagen. Aus dem Alltagstrott, das ist ja für viele aus dem Alltagstrott raus, aber man darf vielleicht immer noch nicht vergessen, auch bei allem Selbstbewusstsein der Frauen, ganz viele hängen trotzdem noch zu Hause ab. Ja. Mit KKK, ne? Okay, ja. Kinderkeller oder ja. So. Und freuen sich dann auch und man ist ja unter Gleichgesinnten. Und ihr habt ja, glaube ich, nicht nur Twiste, sondern das nennt sich ja Twistetaler. Genau. Das heißt, hier sind auch noch ein paar Orte mehr dabei bei den Landfrauen. Und da sind ja auch die verwandtschaftlichen Beziehungen. Ich sage, das ist ja nun mal so, dass die Dörfer untereinander viele Freunde, Bekannte, Verwandte haben. War das immer eine ganz wichtige Geschichte. Ja, aber nochmal, um dann auch wieder auf die Kommunalpolitik zu kommen. Das sind ja nun ganz wichtige Dinge, die Jubiläen der einzelnen Vereinsmitglieder, wo dann Gemeindevorstand oder neben Pfarrer und Bürgermeister aufschlagen und die Leute freuen sich ja nun, dass das anerkannt wird. Das fällt ja alles im Moment so ein bisschen flach. Ne? Ja, das ist so. Also ich glaube, dass es auch nachhaltig was verändern wird. Dieser Abbruch der sozialen Kontakte und dieser ganzen gesellschaftlichen Aktivitäten. Ich sag mal, fangen wir bei uns in Twissetal an. Kirmes, Freischießen, das sind so immer, ne? Discoabende, Freilichtbühne, um nur mal so ein paar zu nennen. Ne? Oder Handball ist ja bei uns in Mühlhausen immer ein ganz großes Thema, wo die Menschen zusammenkommen und ich habe mit vielen jetzt so auch mal gesprochen in der Zeit und versuche auch zu einigen Kontakt zu halten, da ist immer der Tenor gleich. Hoffentlich kommen die in Gang, es wird geimpft, dass wir unser Leben zurückbekommen. Ja. Ne? Da muss man allerdings sagen, und das merkst du aus deinem Beruf ja heraus, etwas zuzumachen ist ganz einfach. Man dreht Schloss um und damit war es das. Ja. Das Ganze anschließend wieder hochzufahren, ist also ungleich schwerer und sehr langwierig und sehr mühsam. Ne? Ja. Und so wird das natürlich auch auf den Dörfern sein. Nichtsdestotrotz, Kommunalpolitik war ja das Hauptthema. Jetzt hat man sich konstituiert, man reibt sich noch so ein bisschen aneinander. Das wird wohl auch nie ganz verloren gehen. Das soll auch so sein, genau. Weil da sind wir ja wieder bei der Streitkultur oder bei deinen Diskussionen. Nichtsdestotrotz hat man ja immer viele Wünsche. Ja, einmal natürlich. Als Kommunalpolitikerin und Kommunalpolitiker
Und auf der anderen Seite natürlich, wofür habe ich euch denn gewählt? Das ist immer eine gute Frage. Ja, wenn ihr macht ja doch nichts und eine Gemeinde, gerade hier unsere Gemeinden in Waldeck-Frankenberg, sind ja mitnichten alle reiche Gemeinden. Da gibt es vielleicht zwei, drei. Da muss ich nach der Decke strecken. Wie vermittelt man dem Bürger, dass man selbst vieles möchte, was man aber nicht realisieren kann in der Form? Also ich fahre da immer ganz gut oder bin in den letzten 5 Jahren ganz gut damit gefahren, im Gespräch zu bleiben. Ja. Offen zu sagen, ich meine, wir im Gemeindevorstand, wir setzen uns ja, sage ich mal, im September hin. Und was unser Leben ja bestimmt in der Gemeindepolitik, ist ja der Haushalt. Das kann man ja sagen. Das ist ja wie ein Damoklesschwert, was oben schwingt und wo man sich immer so als Richtschnur immer nachrichten muss. Und da, klar, kommt dann der eine oder andere und sagt, hier, warum habt ihr das noch nicht gemacht und warum ist das noch nicht passiert? Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man den Leuten sachlich erklärt, pass mal auf, wir haben das Geld dafür da und das Geld dafür da und da müssen wir irgendwie auch so ein bisschen damit jonglieren und versuchen, dass wir überall so ein bisschen was gemacht kriegen. Ich meine, was sind unsere Aufgaben, auch hier in Twistetal? Wir haben ja viele ganz rudimentäre Basic-Sachen wie Straßensanierung. Mhm. Wir müssen uns um unsere Liegenschaften kümmern, das heißt mehr Zweckhallendorf, Gemeinschaftshäuser, Kindergärten. Das sind ja so ganz basic Sachen, die man machen muss. Und so viel Luft, muss man ja ehrlich sagen, um da irgendwie irgendwelche Nice-to-have-Projekte zu machen, so viel Spielraum haben wir ja im Moment gar nicht. Ne? Jetzt sind eine der größten Brocken im Haushalt, der von der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wird, ist ja die Sozialkosten, also was die wenigsten wissen, zum Beispiel bei SGB II, die Gemeinde trägt die Wohnung, ne? wenn die vom Wohnung bezahlt bekommen und so. Und wenn jetzt eine kleine Gemeinde 30 SGB II-Empfänger hat, die Mieten sind auch nicht mehr so wie vor 30 Jahren auf dem Dorf, dann belastet das den Haushalt ja ganz schön. Ne? Ja, das stimmt. So ad hoc könnte ich jetzt da gar keine genaue Zahl nennen, wie das bei uns in Twistetal ist. Da sind bei uns auch eher so andere Investitionen, die da, glaube ich, einen größeren Batzen ausmachen. Naja gut, das wird ja zurückerstattet, glaube ich, diese Kosten, aber das ist wie beim Kaffee, ne? Oben sitzt die Bundesregierung und dann kippt ordentlich rein und dann wird das schön gefiltert und unten in der Gemeinde kommen dann so 5 Tröpkes an. Ja, das ist so. Das ist auch öfters mal schwierig. Da könnten wir mehr Ausstattung gebrauchen. Mehrzweckhalle, Dorfgemeinschaftshäuser sind ja nur alle in die Jahre gekommen und waren auch mal quasi so ein Aufbauprogramm, wo sich die Gemeinden ja zum Teil verschuldet haben. Heute wäre man ja zum Teil froh, wenn man sie zumindest teilweise wieder anders verwenden könnte. Ne? Also ich kann nur sagen, hier in Twistetal haben wir eigentlich in den letzten Jahren viel getan für die Dorfgemeinschaftshäuser. Wir haben zum Beispiel in Mühlhausen haben wir eine neue Decke bekommen, haben das ganz neu aufgebaut. Da hatten wir jetzt und in Niederwaroldern und Oberwaroldern durch die Dorferneuerung haben wir da ganz viel Geld investiert und da sind wirklich tolle Sachen bei entstanden und die werden auch rege genutzt. Also in normalen Zeiten, sage ich mal, werden die auch rege genutzt. Ich weiß, dass in Mühlhausen die dort proben, in Niederwaroldern dann sind wir selber mit den Landfrauen zu Gast. Also da ist schon auch Nutzung und die werden auch, glaube ich, gebraucht. Also ja. Okay. Eine andere Geschichte, wir sitzen hier also so schön romantisch zwischen Bundesstraße und Bahnlinie. Ja, genau, das ist bei uns besonders. Ja, das ist so. Es ist schon ein jahrelanger Kampf hier der Anwohner. Hier endlich, zumindest bei der Bahn wird es schwierig, aber bei der Bundesstraße eine Umgehung zu bekommen. Ja. Ist auch ein Anliegen der Kommunalpolitik? Ja, das wird ja auch, ist auch ein ganz streitbares Thema, wird, glaube ich, sehr differenziert wahrgenommen. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, glaube ich, ist so da die treffende Aussage. Also es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen Berndorf und Twister. In Twister sind wir im Planfeststellungsverfahren, also schon einen Schritt weiter. Ja. Den haben wir in Berndorf noch nicht erreicht. Da sind wir ja auch ein bisschen in der Abhängigkeit, was von oben entschieden wird. Ne? Ja. Klar können wir uns da immer wieder einsetzen und nochmal oder der Bürgermeister in Personalunion da nachfragen.
wie sieht's aus, was macht ihr und aber ja. Aber es ist schon eine arge Belastung für die Ortschaften, zumal Twiste der Ort selber ja auch elendig lang ist. Ja, das stimmt. Ist schon langgezogen, ja. Ja, sehr langgezogen ist als quasi Straßendorf. Und die Kolonnen der LKW da vorbeiziehen, schon für die Anwohner. Es geht auch Lebensqualität verloren. Ja, natürlich. Ja, das ist so. Und man merkt es ja, also ich sag mal, ich kriege es hier hautnah mit. Der Verkehr hat ja zugenommen, das kann man ja gar nicht bestreiten. Und natürlich ist so, wenn die LKWs hier vorbeifahren, das nervt wird, schon, ne? Ja, nerven würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine, das ist nun mal die Gegebenheit, ne? Ja. Aber es ist halt schon, man merkt die Belastung, obwohl wir hier noch das Glück haben, dass der Schall sich so ein bisschen mehr verteilen kann. Ja. Ich glaube, wenn die direkte Wohnbebauung rechts und links ist, wird das noch mal extremer wahrgenommen. Und inzwischen hat sich der Asphalt geändert, die Motoren sind trotzdem unangenehm. Wir hatten auch im Vorgespräch mal gesagt, dein Beruf ist ja Lehrerin an der Integrierten Gesamtschule Edertal. Genau. Darüber haben wir, glaube ich, so Die ersten zarten Bande geknüpft, wenn man das so sagen darf. Ja, das war quasi mein erster Job in der Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und dann sind wir auch drauf gekommen, der Bildung, ein altes FDP-Thema, ist natürlich in der Kommune im Großen und Ganzen schwer zu realisieren. Aber man kann unterstützen durch Betreuung. Jetzt nach Corona wäre ja ganz wichtig, eine Hausaufgabenbetreuung, eine Nachhilfe, wie auch immer man das gestaltet, weil die Schulen haben so viel nachzuholen, die können das ja gar nicht mehr leisten, was da zu holen ist. Wie sieht es da bei euch in der Gemeinde aus? Ja, ich glaube, es liegt ja nicht nur an den Schulen. Ich glaube, man muss sich auch fragen, was kann man den Kindern zumuten? Denn das finde ich ja viel schlimmer. Mhm. Ne, wenn ich so das an meiner Klasse jetzt mal festmache, das ist eine siebte, die waren jetzt seit Dezember zu Hause. Ja. Ich glaube, das sind wirklich diejenigen, wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was wir den Kindern beibringen können, anstatt darauf zu gehen, was sie vielleicht noch nicht können. Weil es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass wir die jetzt, dass sie wieder in die Schule kommen und sitzen dann jeden Tag bis um fünf irgendwie da, weil sie Nachhilfe bekommen und irgendwas aufholen müssen. Ich glaube, dann geht die Lust und das Engagement und die Freude am Lernen bei den Kindern auch gegen null. Was es bei uns ja schon gibt, ist eine Nachmittagsbetreuung hier in den Schulen in Twiste und in Berndorf. Und da haben wir jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit auch durch einen Antrag von der EK Deutschendorf uns dafür eingesetzt, dass es auch ein Mittagessen geben soll. Von daher, klar, wir haben ja auch darüber gesprochen, ist erstmal per se der Kreis auch zuständig dafür als Schulträger, aber ja. Ja, natürlich. Gut. Was wir können, versuchen wir zu machen, auch auf gemeindlicher Ebene. Jetzt ist Twistetal durchaus so mehr ländlich geprägt. Das heißt, sprich Landwirtschaft, ganz große Industrien sind also hier nicht zu finden. Gibt es auch immer so einen kleinen Kampf? Du selbst kommst aus einem konventionellen Betrieb der Landwirtschaft. Und es gibt hier Berndorf eine Ecke weiter, gibt es einen Ökoschweinemastbetrieb. Also es gibt ja alles in der Gemeinde. Trotzdem, die Landwirtschaft selbst hat zu leiden, aus vielerlei Gründen. Ja, also Erzeugerpreise sind nicht immer das, was der realen Wert entspricht. Da wird auf den Kunden geschimpft. Wie will man hier, soweit es von der Kommune zu machen ist, auch sehen, weil Landwirtschaft ist ja mehr als nur, ich sag mal, ein paar Eier, ein Zentner Weizen und 5 Liter Milch zu erzeugen. Landwirtschaft ist ja nebenbei noch die Landschaftspflege der Kulturlandschaft. Ist richtig gemacht, natürlich Erhalt von bestimmten Haustierrassen, ist die Bodenarbeit, also kann man da von der Gemeinde was machen? Schlecht, ne? Das ist eine schwierige Frage, weil ich sag mal so aus der Landwirtschaft, ich komme ja selbst oder habe da selbst hier mit Berührungspunkte aus gemeindlicher Sicht.
klar, wenn jetzt irgendwas erweitert, verändert oder neu. Ja, wenn eine Umgehung gebaut wird, sind als erstmal die Landwirte betroffen. Ja, das stimmt. Ne? Ja, das ist so. Ja, das ist, Land ist sowieso auch ein ganz schwieriges Thema. Ne? Ja. Aber ich glaube, so wir als Gemeinde Twistetal, klar können wir da unterstützen und können sagen, wir setzen uns für euch ein. Aber ja, die Gesetzeslage kommt ja dann eher aus Stufen weiter höher. Ne? Wir sind da vielleicht zuständig, wenn es um irgendwelche Genehmigungen geht, werden wir ja auch gehört. Aber ich glaube, dass wir jetzt per se so viel machen können, schwierig. Ja gut, man kann als Einzelner dann bei dem Planfeststellungsverfahren Widerspruch einlegen. Klar, das ist möglich. Oder auch als Gemeinde. Ja, na, genau, das meine ich ja damit. Ne? Also die rechtlichen Möglichkeiten kann man ja auch ausschöpfen. Aber dass wir jetzt irgendwie sagen könnten, wir machen jetzt starten Projekt XY, damit ihr irgendwie, ja, glaube ich, ist schwierig. Jetzt ist die FDP eine kleine Partei, im hessenweit gesehen. Und fähige Leute haben immer die Chance, da auch nach oben zu klettern. Wo siehst du dich denn vielleicht in 5 Jahren? Im Kreistag? Also mir geht es ja per se erstmal nicht um den Posten. Mir geht es ja um die Sache. Ich mache das ja nicht, damit ich irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber mein lieber Friederike, wenn man eine Sache durchsetzen will, braucht man... Ja, natürlich. Das wäre jetzt im zweiten Satz gekommen. Natürlich braucht man da auch irgendwie ja die nötige Ambition. Also, und das nötige Amt, um das durchzusetzen. Ja, ist so. Aber auch da, ne? Ich sag mal, egal wo man hinkommt, es geht immer nur auch mit den anderen zusammen. Und das ist eigentlich so mein Leitspruch. Nur gemeinsam sind wir stark, alleine bekommt es keiner hin. Aber um auf die Frage zurückzukommen, klar, ich habe ja dieses Jahr auch schon mich auf der Kreistagsliste der FDP aufstellen lassen und war da auch ganz überrascht über mein Ergebnis, weil ich war auf Platz 9 und habe den auch gehalten. Ja. Das war natürlich für mich erstmal eine großartige Überraschung und da war ich auch wirklich, habe mir das Wahlergebnis von mir auch mal ganz genau angeguckt, woher so die Stimmen kamen und ja, das wird auf jeden Fall ein Ziel sein. Sollte sich da eine Möglichkeit ergeben, bin ich da auf jeden Fall zu bereit, klar. Aber dann bleibt ja nur noch Bundeskanzlerin. bleibt dann nur noch der Landtag. Ne? Ja, so weit würde ich jetzt erstmal noch nicht gehen, aber mir macht das Spaß. Ich setze mich gerne ein und ich bin gerne bereit, mich da zu engagieren. Und ob das was wird, muss man gucken. Damit zusammen, dass man hier in der Kommunalpolitik eigentlich auch direkt mit den Problemen oder auch mit den Wählern, mit den Menschen konfrontiert wird, die einen dann schon mal sagen, hier, pass mal auf, hier, was habt ihr euch denn dabei gedacht, als ihr das beschlossen habt? Also dann auch direkt mit den Leuten sich auseinandersetzen kann, sinnvoll und auf Niveau und sagen kann, ja, wir haben das so und so gemacht, weil... Ja, also klar, das passiert auf jeden Fall. Sobald ich aus dem Haus gehe und dann wir hatten ja jetzt erst ein Thema, ohne es zu nennen, was ein bisschen hohe Wellen geschlagen hat, klar wird man angesprochen und gesagt, hier, was ist denn da los? Kannst du mir mal erklären, wie kommt ihr zu euren Entscheidungen und warum seid ihr jetzt da ausgeschert oder warum trefft ihr eure Entscheidung so? Ich treffe immer die Entscheidung, die ich treffen muss, ob es jetzt im Vorstand ist oder in sonstigen Sachen, treffe ich immer unter der Prämisse, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Habe ich Zahlen, Daten, Fakten so bewertet, dass ich das vertreten kann? Und das ist mir das Wichtigste, dass ich abends, wenn ich ins Bett gehe, sagen kann, weißt du was, das hast du nach deinem Kenntnisstand richtig entschieden. Ja, aber Politik ist auch Kompromiss. Natürlich, immer. Natürlich. Im Kompromiss gibt es eigentlich immer 2 Verlierer und nie 2 Gewinner. Ich meine, man kann das so darstellen, aber eigentlich... Natürlich, ist das Schöne. Ja, Friederike, wie geht es denn jetzt weiter? Das nächste sind jetzt erstmal die ganz normalen Niederungen der kommunalen Politik, das heißt Ausschussarbeit, Gemeindevorstand... und so weiter. Genau, ja, ich sitze ja im Gemeindevorstand. Wir hatten schon wieder Sitzungen tatsächlich. Also wir haben schon unsere Arbeit aufgenommen, genauso wie auch die Ausschüsse bei uns. Und wir hatten ja auch die konstituierende Sitzung schon hier in Twistetal. Ja, und jetzt geht, die normale Arbeit los. Auch in der Fraktion haben wir jetzt angefangen, so ein bisschen zu gucken, was wollen wir machen in den nächsten Jahren. Da sind wir aber noch so ein bisschen in der Findungsphase. Wir haben schon ein paar gute Ideen, meiner Meinung nach. Und ja, man darf da ganz gespannt sein. Ich glaube, wir haben ein paar ganz tolle Sachen in der Pipeline, die uns auch wahrnehmbar machen außerhalb von Gemeindevertretung. Wenn Corona vorbei ist, geht auch die Vereinstätigkeit wieder los. Wie viel Freizeit bleibt da noch? Ah,
Ach, ich sag mal, das ist immer in so Wellenbewegungen. Klar hat man mal so Zeiten, wo man denkt, okay, jetzt ist echt viel los und ich muss meine Termine genau takten und gucken, wann bin ich wo und was mache ich wann. Auf jeden Fall hat man da einiges zu tun, aber ich bin ja nicht alleine. Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, bei den Landfrauen sind wir irgendwie mit 13 Leuten, bei Hasse Töne sind wir auch, weiß jetzt gar nicht genau, mehrere Mädels oder Frauen, die das ja zusammen machen. Und wir sind wirklich, ich kann es nur wieder sagen, es sind so tolle Leute, so ein gutes Team hat man da um sich rum, wo man immer sagen kann, hier, ich kann jetzt heute nicht, kannst du das vielleicht übernehmen oder wie machen wir das, wer macht was, es wird immer gut aufgeteilt, sodass man ja gemeinsam stark ist. Ja, gut, ist aber eine Frage, man muss ja aufpassen, dass man sich nicht irgendwann mal verzettelt, ne? Ja, das ist so. Und irgendwas leidet immer drunter, ne? Und wenn es das persönliche Wohlbefinden ist, weil man von einem Termin zum anderen hetzt. Ja, Friederike, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Für ein sehr schönes Porträt hier von Friederike Becker hier aus Twister, die auch Pressesprecherin der FDP ist. Und es war eigentlich ganz wichtig, dass wir uns da mal gesehen haben und das auch mal richtig gestellt haben, dass es nicht alleine geht, sondern und auch ja, in den sozialen Medien manche Kommentare vielleicht nochmal überdacht werden sollten. Was ist das Ziel der Kommunalpolitik? Dafür herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder.